Ein wunderschönes Hallöchen und damit wieder herzlich willkommen zurück zum nächsten Amplusky. Ihr seht, heute mal wieder ausnahmsweise nicht mit meinem Priester unterwegs, sondern mit meinem wunderschönen Schamanen. Auch als wunderschöner Heiler. Ich muss mich da ehrlicherweise noch ein klein wenig reinfinden in den ganzen Spaß, aber es macht tatsächlich Spaß. Auch wenn mir hin und wieder manchmal mir zu viele, Totems sind und ich dann meinen heilenden Regen hin und wieder hinsetze und dann rennt man da raus und ich bin dann so okay und ich kann plötzlich kicken als Heiler und dann kann ich ein Stun-Totem reinsetzen, ohne dafür in die Melee-Gruppe rein zu müssen. Also ihr merkt schon, wirklich sehr viel unterwegs und wirklich sehr viel hin und wieder, ja, sehr viel Getümmel. Dementsprechend, ihr seht, wir sind hier auf Stufe 11 in der wunderschönen Brackenfellhöhle. Ich weiß auch nicht, warum ich mir immer wieder in meinen Kopf denke, das müsste irgendwie anders heißen, sondern Brackfellenhöhle und nicht Brackenfellhöhle. Ich kann es mir auch nicht erklären, warum das so ist und wieso und weswegen und hast du nicht gesehen, wie dem auch sei. Ja, hier sind wir jetzt mit meinem wunderschönen Chami. Ich glaube, ich muss tatsächlich noch ein paar mehr Keys mit meinem Chami laufen, damit ich auch wirklich mich sehr sicher bzw. sicherer damit fühle, bzw. auch noch mal ein paar Talente anschauen, was überhaupt so alles geht und vor sich abgeht, was ich überhaupt machen kann. Weil, ja, ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich mit meinem wunderschönen Chami heile. Tatsächlich auch schon mal, ja, eine Zeit lang. Zu Shadowlands. Kann ich kicken? Ja, kann ich. Ich habe sogar tatsächlich geschafft zu kicken. Ich bin beeindruckt von mir. Nichtsdestotrotz zu Shadowlands. In irgendeiner Season habe ich auch schon mal mit diesem Chami geheilt. Oder vielleicht, ja doch, ich glaube, das war der Chami. Weil ich hatte tatsächlich noch ein paar mythische Teile an von damals Shadowlands. Dementsprechend, ja. Zwar ein lila-violette Items an, aber dennoch ein 265er Schultern angehabt. Nochmal violettes, Schild angehabt. Dementsprechend, ich konnte zwar ein bisschen was verbessern, schon mit den Sachen, die ich aus den normalen, ganz normalen Dragonflies, Inis gemacht habe, aber nichtsdestotrotz war es dann doch noch eine starke Verbesserung, als ich dann von 265ern Schultern auf 400x irgendwas gegangen bin. Dementsprechend ein bisschen schöner, ein bisschen einfacher. Nichtsdestotrotz mit diesem Tank immer wieder ein schönes, weil ich zumindest mich darauf verlassen kann, dass er sich selbst hochheilen kann und ich mir meistens nicht so viele Gedanken machen muss, so unbedingt ihn jetzt nur die ganze Zeit am Leben zu erhalten, sondern ich auch weiß, okay, ich kann jetzt auch so in die Gruppe gehen. Und ja, ihr seht schon, wir haben wieder zwei Gruppen zusätzlich gepult. Ich war wieder so langsam mein Erdstoß-Totem. Ja, ich habe beschlossen, dass ich jetzt, sobald ich irgendwas einfach falsch ausspreche, ich einfach dennoch weiterhin so gehe. Dementsprechend, ja, ich verbessere mich jetzt einfach mal nicht. Ja, ich hätte mein Erd. Ich habe mir gesagt, ich werde mich nicht verbessern und dann will ich dieses Wort nochmal sagen. Schön. Ja, einfach das Totem falsch gesetzt, beziehungsweise nicht rechtzeitig gekickt. Dementsprechend, ja, es ist wie es ist, es scheint wie es scheint. Aber auch das haben wir auf Stufe 11 noch gut mitbekommen oder beziehungsweise gut gespielt. Dementsprechend können wir auch gleich hier so in die wunderschöne nächste Gruppe reingehen. Uns fehlt noch ein Tuskach, den wir befreien müssen. Dann können wir auch schon zum ersten Boss rangehen. Und ich bin auch jedes Mal erstaunt, wie man in der Brackenfellhöhle jedes Mal den ersten Boss einfach nur wirklich falsch spielen kann. Weil tatsächlich war ich da letztens entweder letzte ID oder diese ID auf jeden Fall mal in irgendeiner bossverstärkten tyrannischen Woche. Da war. Ja, Totem war da, weil wir den einen Boss nicht rechtzeitig schnell genug, ja, so gesehen, getötet haben. Totem war da, die DDs sind nicht auf das Totem gegangen. Dementsprechend war ich weiterhin mein wunderschöner Wildeber. Dementsprechend, ja, zu viel Dementsprechends. Aber nichtsdestotrotz gehen wir mal weiter. Und zwar, dass die DDs einfach nicht
aufs Totem-Ed gegangen sind. Und dann, ja, war der wunderschöne Tank in seinem Schlaf versetzt. Dementsprechend konnte ich ihn nicht mehr dispellen. Beziehungsweise, ja, wurde dann eben auch ein. Mir fallen wirklich die Fähigkeiten nicht ein. Und ich glaube, ich sollte einfach wirklich auch das sein lassen, weil ich mir denke, so, ja. Ja, hier beispielsweise das, was ich gerade mit meinem Chami wunderschön gedispelt habe. Da, wilder Ansturm, roter Pfeil. Da muss sich der Tank reinstellen. Es wird immer ein DD anvisiert und ja, der DD kann das nicht abhaben, aber dafür der wunderschöne Tank. Ja, deswegen ist es umso wichtiger, einfach hier sich jedes Mal, ja, zuerst Totem töten, sonst wenn man einen Priester dabei hat, beziehungsweise der, ja, einen Schattenpriester dabei hat, einfach mit Mars-Dispel. Ich glaube, Schamanen können auch so ganz normal mit ihrer Naturheilung nur Magieeffekte runternehmen. Dementsprechend, wenn die dies schon nicht aufs Totem gehen und ihr merkt so, okay, Totem stirbt nicht und ihr seid ein Schattenpriester, ein wunderschöner Schamane, wie ich gerade eben, dann könnt ihr definitiv sehr schnell einfach nur das Totem, nicht das Totem, sondern einfach kurz den Tank befreien. Und auch wenn ihr eine längere Zeit dann demnächst nicht aufs Totem geht, könnt ihr immer noch eine größere Chance haben zu überleben, weil tatsächlich dann hat mich der Tank angemotzt, warum ich ihn denn nicht dispelle. Ja gut, wird auch ein klein wenig jedes Mal schwierig, irgendjemanden zu dispellen, wenn ich selbst gerade eben verhindert bin. Dementsprechend auch hier nochmal eine kleine Erinnerung, Leute. Ja, Totems hier in dieser Inni zu töten ist absolut wichtig und essentiell. Ja, beispielsweise auch dieses wunderschöne Weltentotem. Entschuldigung. Kann ich mit meinem Schaman zumindest nicht runternehmen, diese Gifteffekte. Ihr seht, ich habe auch jetzt hier schon wieder Schwierigkeiten, die ganze Gruppe hochzuheilen. Dementsprechend Totems A und O in dieser wunderschönen oder vielleicht doch eher nicht so schönen Inni. Dementsprechend, ja, wäre es schön, dass ihr vielleicht auch mal hin und wieder mit auf die Totems geht, mit Dispelt, einfach darauf achtet, dass es alles sehr schön läuft. Und ja, ich wollte schon wieder schneller sprechen, als dass ich denken konnte und mir einen halbwegs Satz zurechtgelegt habe. Aber ich war tatsächlich auch mal wieder letztens, als ich mit meinem Priester meinen Tiefenpool laufen wollte. Ich habe angemeldet und tatsächlich, also es wird langsam schwierig, also ich sich paar Randoms mal wieder zu suchen, weil ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass wirklich sehr viele Leute einfach nur zu hart das Spiel rannehmen und einfach zu hart wirklich mit allem und jenem ins Gericht gehen. Wo ich mir denke, okay, warum? Weil da hat mich dann einfach, das war so eine Zweiergruppe mit einem Tank und einem DD, und da habe ich mir gedacht, okay, weißt du was, nehme ich einfach mal mit. Und dann hat der Tank mich sofort angefangen zu kritisieren, warum ich wie was geskillt habe und hast du nicht gesehen und warum ich dies mache und warum ich nicht das mache. Und da habe ich mir gedacht, okay, das tue ich mir nicht an. Da habe ich ihn einfach aus der Gruppe gekickt und dann hat er mich im Sagen-Chat einfach weiterhin beleidigt. Und dann hat sein Freund mich angeflüstert und hat auch nochmal gemeint, mir das Leben erklären zu müssen. Das finde ich ein bisschen schwierig. Ich will doch nur mein Key spielen. Ah. Dementsprechend habe ich mir auch überlegt, ich werde ab sofort nicht mehr meine Keys direkt am Mittwoch laufen, weil es mir ein klein wenig zu anstrengend ist. Die Leute denken auch immer, sie müssten alles besser wissen und warum tust du dies nicht und warum tust du das nicht. Und dann bin ich tatsächlich diesen
Ski mit anderen Leuten gelaufen und da war die Auswahl auch nicht so allzu toll. Also ich muss auch wirklich sagen, so an diesem Abend war ich, stand ich so leicht neben der Spur und nicht wirklich unbedingt bei mir. Nichtsdestotrotz so auch gleich so der DD hat mich die ganze Zeit angefangen zu blamen. Und klar, ich war einfach in manchen Situationen einfach wirklich dumm. Ich habe tatsächlich einfach nicht aufgepasst hin und wieder. Das waren aber nur zwei Tode. Die restlichen Tode waren einfach wirklich von denen, weil sie nicht aus Flächen rausgelaufen sind und Tasse nicht gesehen. Wo ich mir auch denke, so, muss das jetzt wirklich sein? Und dann war ein DD auch nicht wirklich gut und der war unterm Tank und da dachte ich mir so, okay, in 18er so zu timen wird schwierig und dann hatten wir viel zu viele Tode, weil die einfach wirklich überall drin gestanden sind und ich so, dann habe ich auch wirklich, also ich habe tatsächlich auch eingesehen, so, ja. Das war einfach so ein verfluchter Key und ich so, hey, es tut mir leid, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist und einfach verfluchter Key. Und dann hat der eine geschrieben so, das ist kein verfluchter Key, du bist einfach nur schlecht und ich so, okay, weißt du was, ich möchte diesen Key nicht mehr zu Ende spielen, dann wirklich tut mir leid für die eure vergeudete Zeit, aber ich möchte mir sowas einfach wirklich nicht antun, dementsprechend bin ich dann gelieft, ich weiß, ich reg mich meistens selbst immer auf, aber meistens denke ich mir, okay. Ich habe keine Lust, mir sowas anzuhören, so meistens so. Es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage, wo ich sowas einfach besser ab kann. Es gibt auch Tage, wo ich überhaupt sowas gar nicht ab kann. Dementsprechend, ja, habe ich mir einfach gesagt, okay, dann lasse ich das einfach mal mit den Keys laufen heute sein, weil es funktioniert sowieso nicht. Dementsprechend, ja. War es auch mal eine wunderschöne Erfahrung, wert zu wissen, wie es überhaupt so ist. Und vielleicht sollte ich nicht immer unbedingt jedes Mal, ja, Kies direkt am Mittwoch laufen, beziehungsweise auch dann vielleicht mir fünfmal eher überlegen, wen ich alles mitkomme. Weil tatsächlich mir ist auch schon etwas häufiger aufgefallen, dass die Leute mit einem höheren Rating, die auch schon über 20er, also 22er, 23er, 24er getankt haben, und dann ihren DD-Buddy mit in die Gruppe ziehen wollen, damit die auch irgendwie ein bisschen Rating bekommen, dass sie da einfach wirklich anfangen, leicht toxisch zu sein. Und dann denke ich mir so, okay, muss das sein? Nichtsdestotrotz, ihr habt gesehen, wir haben den Zeitenboss auch sehr schnell gelegt, ohne dass ich da jetzt wirklich näher drauf eingegangen bin. Wichtig bei diesem Baumboss, den wir gerade eben wunderschön gelegt haben, ist einfach nur, ja, tatsächlich, da die kleinen Blubs schnell zu töten, also die Äste, die hin und wieder auf einen draufgespuckt und gekotzt werden, dementsprechend die schnell runterkriegen, weil die machen auch, glaube ich, einen Cast, den man uns zwar unterbrechen kann, beziehungsweise Maß ziehen kann, aber ja, trotzdem schöner ist es, wenn die schneller down liegen. Dann muss der wunderschöne Tank sich einmal kurz fressen lassen. Wenn er CDs hat, kann er sich das auch ein zweites Mal wiederholen. Sonst muss man als Rest aus den wunderschönen anderen Ranken rauslaufen. Also nur der Tank sich durch die Ranken durchziehen lassen. Hier sind wir jetzt bei diesem wunderschönen dritten Boss. Ich weiß auch nicht, was ich mit diesem Wörtchen wunderschön habe. Ich kann es euch auch nicht erklären. Ich habe es einfach nur irgendwie so. Hat keiner gesehen, dass ich gerade gestorben bin. Einfach kurz meine Inka gezogen und weiter geht's schon bei diesem Boss. Und ich merke schon wieder, ich spreche wieder schneller, als dass ich eigentlich denken kann, beziehungsweise meinen Körper hin und wieder mal mitmachen möchte. Dementsprechend nichtsdestotrotz zu viele Füllwörter und ich wünschte, ich könnte einfach sagen, irgendwann mal gewöhne ich mich dran, aber bis jetzt immer noch nicht zu 100%. Deswegen trotzdem vielen lieben Dank an jeden, der es bisher durchhält und ja. Dritter Boss war auch viel schneller tot, als man wirklich bis drei zählen konnte. Hier einmal ein schöner Kick reinsetzen. Beim dritten Boss, was ist da eigentlich wichtig? Die Fallen hin und wieder so zu platzieren, falls die Hyänen dir dann herruft. Oder auch sie, ich möchte sein Gender, ihr Gender nicht assumen. Ist mir eigentlich dann auch egal, solange der Boss liegt. Ja. Fallen platzieren, sobald die Hyänen da sind und ihr seht, so okay,
Die verfolgen euch, das heißt, ihr werdet dann wahrscheinlich da so Augen über euren Charakter haben, dementsprechend auch einfach weglaufen, am besten durch die Fallen ziehen, damit man da auch irgendwie die Mechaniken richtig ein bisschen spielt. Und ihr seht so, eigentlich zerschmilzt hier alles, auch wenn es Stufe 11 ist. So, wir haben zwei gute DDs dabei und dann nochmal mich so als Anhang. Ja, ich habe den Shami tatsächlich mal als DD letztens als Ele ausprobiert und ich muss sagen, so, es hat mir Spaß gemacht, aber mir fehlt einfach hier mit diesem Char einfach wirklich das DD-Equipment, weswegen ich auch mir denke, so okay, es ist jetzt noch nicht die richtige Zeit dafür, mit meinem Shami zu spielen, beziehungsweise mit meinem Ele zu spielen, weswegen ich jetzt mich vorwiegend mal weiterhin auf meinen Hunter konzentrieren werde. Jetzt mal wieder, mal hin und wieder. Und hast du nicht gesehen, mal als Beastmaster, als Marksman und ja, hier hatte ich auch kurz Panik, so bitte lauf nicht weiter zurück, ich möchte nicht vergiftet werden wie gerade eben. Das war ein bisschen schwierig hochzuhalten, aber ich habe es trotzdem irgendwie geschafft mit mehreren Totems und hast ihn nicht gesehen und klar, ich bin definitiv noch verbesserungswürdig mit meinem wunderschönen, ja, Schaman. Könnte einfach nur daran liegen, dass ich den hin und wieder anfasse und nicht regelmäßig und es könnte definitiv besser laufen, vielleicht auch nicht. Vielleicht werde ich dann auch mir irgendwann mal einen zweiten wunderschönen Schaman hochspielen, den ich tatsächlich als Elementar spiele. Das war, glaube ich, das richtige Wort, das ich gesucht habe. Ja, nichtsdestotrotz, ja, ich bin tatsächlich so jemand, wenn ich schon ein Spec mag zu spielen, dann möchte ich gerne am liebsten einfach nur den einen Spec auf diesem einen Char spielen, damit ich einfach nur wirklich vorbereitet bin und entspannt spielen kann. Ja, ich bin auch hier definitiv verbesserungswürdig. Hier hätte ich auch mein Verbindungstotem stellen können. So, hast du nicht gesehen? Ich sehe es mir bisschen da. Ich bin hier tatsächlich noch am herumprobieren, wie es mir passt und hast du nicht gesehen und wie man das wirklich spielt, muss ich noch ein klein wenig herausfinden. Ja, sonst gibt es eigentlich wirklich nicht viel mehr zu erzählen, außer dass wir hier jetzt den Endboss angekommen sind. Auch hier immer wieder wichtig, hier dieser wunderschönen Staubwolke zu auszuweichen, weil sie zum einen euch ein Schadensdings gibt und zum anderen tatsächlich auch euch eine Stille gibt. Dementsprechend denkt bitte nicht, ach, ich bleib da einfach nur stehen, aber bis jetzt lief es auch sehr gut. Zum anderen hin und wieder beschwört auch dieser Boss ein Totem, das man töten sollte oder schnell runterbringen müsse. Einfach aus Gründen, weil es sonst euch einen Dot runter oder einen Dot gibt, das euch sehr schnell runterspielt. Und falls ihr 2, 3, 4, 5 Totems einfach nicht getötet habt und beziehungsweise einfach das durchcasten lässt, merkt man das als Heiler und ja. Ja. Der ganze essentielle Part dieser wunderschönen Innie ist einfach nur, die Totems zu spiegeln und ja, es. Damit ist man eigentlich auch gut beraten. Dementsprechend sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank, dass ihr bis hierher durchgehalten habt mit mir. Und wir sehen und hören uns wie gewohnt im nächsten Video. Tschüss!